Es war das Gesprächsthema bei der Echo-Verleihung am Donnerstagabend in Berlin. Campino von den Toten Hosen, der gerade den Echo in der Kategorie Rock National bekommen hatte, kritisierte die beiden Rapper Kollega und Farid Bang. Die beiden hatten schon vor der Show am Donnerstag für Kontroversen gesorgt, wegen einer Textzeile in der Farid Bang rappt, mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen. Ich bin nicht die Bundesprüfstelle und ich bin auch nicht die Ethikkommission. Aber ich stehe hier, um für alle zu sprechen, die in diesem Punkt so denken wie ich. Verbote und Zensur sind sicher nicht die Lösung. Aber ich hoffe, dass wir durch solche Auseinandersetzungen wie heute wieder zu einem anderen Bewusstsein finden in Bezug darauf, was als Provokation noch erträglich ist und was nicht. Die Antwort von Kollega war eher einsilbig. So, also ich will hier keine Politikdebatte draus machen. Wir sind ja in erster Linie, um einen guten Abend zu haben und zu feiern. Kollega und Farid Bang bekamen später den Echo in der Kategorie Hip-Hop Urban National und bezeichneten dabei Campinos Rede als relativ stillos. Farid Bang äußerte sich auch auf dem roten Teppich. Also es ist schade, dass man uns so einen Schuh anziehen möchte, aber naja, was willst du machen, ne? Also ich weiß nicht, was man uns da versucht zu unterstellen. Wir haben uns ja ganz klar und deutlich davon distanziert. Aber wir fühlen uns natürlich auch als Vertreter einer gewissen Kultur. Und wir sehen natürlich auch unsere Fehler und unsere Missachtungen oder unser Fehlverhalten. Aber da gibt es ja Sachen, die sind dazwischen. Sänger Wolfgang Niedecken hatte dazu auch eine Meinung. Aber es gibt auch geschmacklose Promotion. Das ist immer eine Frage, mit welchen Werten man angetreten ist. Es gibt einfach Sachen, die verbieten sich, aus Respekt. Ansonsten lief die Echo-Verleihung eigentlich wie immer. Ohne große Überraschungen, aber mit einigen Hinguckern.